der Liebesnöter, der Titel sagt es ja schon, es geht ein bisschen um Liebesnot, vielleicht auch um Liebestod. Also die Assoziation liegt nahe, es geht um eine Person, Ella, die Abitur feiert und ihre Zwillingsschwester geht in dieser Nacht verloren an einem See. Sie ertrinkt, aber nicht ganz freiwillig. Und als Täter wird ein Schulkamerad ermittelt, Moritz. Moritz verschwindet sofort, man weiß nicht, ist er auch ertrunken oder wo ist er abgeblieben. Und Jahre später entdeckt Ella zufälligerweise, als sie in eine Galerie geht, ein Porträt von Moritz und sehr abstrakt gemalt, aber trotzdem, es ist der Blick, es ist der Mund, es sind die Augen. Und sie beschließt zu recherchieren, fliegt dahin, wo die Künstlerin herkommt, nämlich nach Schweden, nach Stockholm. Und klar, ihr Freund will eigentlich mit, aber findet die Zeit nicht und sie geht alleine. Und sie setzt sich 4 Tage lang vielen, vielen Dingen aus, immer in dieser Absicht, diesen Menschen zu finden, von dem sie glaubt, dass er ihre Zwillingsschwester ermordet hat. Aber es geht auch ein bisschen um Liebe, also Liebesnot, nicht nur Liebestod. Ja, zunächst schreibe ich immer mal für mich, weil die Dinge, die mich interessieren oder die mich auch beflügeln oder die mir nachts so zulaufen, ich schreibe ja nachts, dann spannend sind, wenn auch für die Leser spannend sind, wenn sie für mich spannend sind. Und im Moment bin ich ja so mittendrin und empfinde es als interessant zu sehen, wie die einzelnen Figuren, es ist natürlich sehr verzweigt, das ist klar, das hört sich immer ziemlich straight an, aber es sind natürlich viele Figuren dazukommen. Und wie die Einzelfiguren reagieren, wie sie miteinander zusammenkommen zum Schluss, wie die Handlungen auseinandergehen und nachher wieder zum Ende finden. Also so ist es eben mal so, dass ich eigentlich schreibe, wie ich lese, es muss was passieren. Und möglicherweise ist es eben auch so, dass meine Leserinnen und Leser das auch spannend finden und schön finden. Und ich schreibe für jeden Einzelnen, der mich gern liest, weil er sowieso gern meine Bücher liest, aber auch für jeden anderen, der es einfach mal versuchen will. Also alle meine Bücher sind eigentlich Kinder, die irgendwo in der Kinderstube sind, solange sie bei mir zu Hause im Computer sind. Sie fangen an zu laufen, sobald sie in der Buchhandlung sind. So gesehen entlasse ich jedes Buch mit einer kleinen Wehmut, wie man Kinder ins Leben entlässt. Gerade meine Tochter, die Abitur gemacht hat, zum Studieren entlassen, es ist nichts anderes. Plötzlich sind sie weg und da müssen sie ihren Weg finden. Und dieses Buch bedeutet für mich einfach wieder ein Buch zu entlassen und zu schauen, ob es seinen Weg findet und ob es seine Leser findet und wenn ja, wie es ankommt und wie die Leser das Buch bewerten und ob sie Spaß damit haben, ob sie sich vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen gruseln und ob sie zum Schluss sagen, ach, es ist schade, dieses Buch zu verlassen, denn dann, wenn man das Buch zuschlägt und das Gefühl hat, man verliert eine Familie oder irgendwie eine Art Heimat, dann war es das richtige Buch. Meine Pläne für die Zukunft. Ich schreibe seit 1995 Bücher. Meine Pläne für die Zukunft sind eigentlich, dass ich vielleicht nächstes Jahr, wenn ich eine gute Idee habe, wieder ein Buch schreibe oder aber einfach mal, nachdem meine Tochter ja jetzt studiert und nicht mehr zu Hause ist, einfach mal ein bisschen durch die Welt reise und einfach mal neue Eindrücke sammle und möglicherweise mal ein Jahr gar kein Buch schreibe. Kann ich nicht sagen. Am liebsten würde ich gemeinsam mit meiner Tochter durch die Welt reisen, aber das werden wir noch sehen. Und ansonsten denke ich mir, sobald mich irgendeine Idee anspringt und ich das Gefühl habe, dieses Thema will zu mir hin und will dann wieder raus, dann werde ich mich hinsetzen und einfach wieder schreiben, weil es ist ja so ziemlich das Einzige, was ich überhaupt kann. Also wie bei all meinen Büchern möchte ich eigentlich dem Leser und der Leserin auf den Weg geben, dass sie eigentlich für sich leben, dass sie sich nicht beeindrucken lassen durch die Meinung von anderen, dass sie am Schluss, wenn sie zurückblicken, einfach das Gefühl haben sollten, und das denke ich ist wichtig, ich war immer ich und ich war immer wer. Das ist auch etwas, was ich meinen Leserinnen immer sage, wenn sie Selbstzweifel haben, stell dich morgens vor den Spiegel und sag, hey, ich bin auch wer. Und wenn deine Kinder dich angehen und wenn dich dein Abteilungsleiter ärgert und wenn dich abends auch noch der Mann angeht, dann denkst du am nächsten Morgen so, weißt du was, jetzt haue ich mal auf den Tisch und sage, halt, hier ist Stopp. Und ich denke, das ist gar nicht schlecht, wenn man das zwischendurch mal probiert. Denn jeder hat sein eigenes Leben und lebt nicht das Leben eines anderen und ist auch nicht der Schatten eines anderen. Also von dem her gesehen ist es auch so, dass Ella in meinem neuen Buch ihren Weg geht, weil sie das Gefühl hat, es ist ihr Weg und sie muss diesen Weg gehen. Zumal sie auch ein bisschen noch von ihrer Zwillingsschwester Inka geleitet wird, die tot ist. Und sie hat immer das Gefühl, auch Inka will noch diesen Weg gehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich das, was ich immer gern vermittle, sei du selbst.